Imagine a slaughterhouse. This is worse. Even a slaughterhouse is more humane. In Aleppo wird gehungert, gebombt und gestorben. Hier werden Kinder aus dem Schutt gerettet. Über 100 anderen brachte der Krieg in den letzten Wochen den Tod. Wir haben eine solche Situation nirgendwo auf der Welt in den letzten 40 Jahren erlebt. Der totale Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Ich habe noch nie einen Konflikt erlebt, der so brutal und grausam war wie dieser. Es wird vor nichts mehr zurückgeschreckt. Das Leben von Frauen, Kindern, Bomben auf Krankenhäuser. Alle Waffentypen werden benutzt, auch chemische Waffen. Im deutschen Außenministerium suchen diese Woche Diplomaten und hohe Vertreter der UN nach Wegen aus der Unmacht. Die offiziellen Gespräche zwischen den USA und Russland liegen auf Eis. Deutschland will im Syrien-Konflikt vermitteln, irgendwie. Gleichzeitig reist der Entwicklungsminister durch die syrischen Anrainerstaaten, der Vizekanzler zu Gast bei Assads mächtigem Verbündeten Iran. Überall auch Thema Syrien, Aleppo. Deutsche Diplomatie zwischen Hoffnung und Hilflosigkeit. Dringt man auf der iranischen Seite durch? Das kann niemand beurteilen, sondern was möglich ist, ist darüber zu reden. Was anderes können wir nicht machen. Schweigen hilft niemandem. Unabhängig davon, dass wir mit dem Waffenstillstand in der vergangenen Woche gescheitert sind, das darf nicht dazu führen, dass wir unsere Bemühungen einstellen. Während sich die deutsche Diplomatie bemüht, bomben Putin und Assad weiter. Tausende tote Zivilisten, sogar bunkerbrechende Bomben, Fassbomben international geächtet. Doch Massendemos als weltweiter Aufschrei bleiben aus. Ich glaube, das Schweigen, das wir jetzt erleben im Angesicht von schrecklichsten Verbrechen und unvorstellbarem Leiden und Sterben, ist eine Form von feiger Gleichgültigkeit. Wir wollen lieber unsere Schutzzone, unsere Komfortzone weiter genießen, während andere krepieren. Die, die für Frieden demonstrieren, wie gestern in Berlin, relativieren Putin und Assads Vorgehen in Aleppo. Die linke Fraktionschefin etwa wettert über Kriegstreiber in Washington. Putin erwähnt sie mit keinem Wort. Wenn sich wirklich die übelsten Kriegspolitiker aus Washington, siehe Herr Kerry, die also bisher noch nie davor zurückgeschreckt sind, auch schlimme Kriegsverbrechen zu verantworten, wenn die plötzlich ihren Abscheu vor dem Gräuel des Krieges entdecken. Also da muss ich sagen, die Heuchelei, die muss ich mir nicht antun. Man hört sogar offene Sympathie für Putin und Assad. Ich denke, wenn wir Putin nicht hätten, dann wäre es noch ein bisschen schlimmer. Putin ist derjenige, der dort legitim, völkerrechtlich legitim agiert. Ja. Und es geht dort in einem ganz schweren Kampf des syrischen Volkes und der Regierung Assad gegen diese Terroristen. Und dass da ganz viele Zivilisten zwischen die Fronten geraten, das ist ganz schlimm, aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Härte gegen Putin, eine Politik, die bei vielen in der Bevölkerung unbeliebt ist. Die Kanzlerin versucht es mit Beschwörungen in Richtung Moskau. Ich kann auch hier nur an Russland appellieren. Russland hat viel Einfluss auf Assad. Wir müssen dieses grauenhafte Verbrechen so schnell wie möglich beenden. Appelle, die verpuffen. Was fehlt, ist ein Druckmittel. Militärische Optionen scheiden aus, blieben neue Sanktionen. Außenminister Steinmeier hatte sich zuletzt intern dagegen ausgesprochen. In der Union gehen die Meinungen auseinander. Also wir haben ja die Erfahrung, was Krim und Ukraine anbetrifft. Ich glaube, das ist jetzt nicht der Weg. Wirtschaftliche Sanktionen würden kurzfristig auch nicht das Verhalten Putins verändern. Aber es würde längerfristig in seine Folgenkalkulation eingehen. Und darum ist das ein Instrument, das erwogen werden muss. Die Koalition uneins, wie der Druck auf Putin und Assad erhöht werden kann. Diplomatie kommt an ihre Grenzen. Derweil geht das Schlachten in Aleppo weiter.